Hallo. Hallo. Soll ich mich noch mal anmelden? Ja, genau. Hast du gleich die Gesundheitskarte dabei? Nee, die muss ich noch holen. Dann fangen wir heute mit dem Blutabnehmen an. EKG schreiben, du kennst das alles schon. Ja, genau. Hast du schon hier gehabt? Ja. Begleite ich dann gerne gleich mal. Also die sportmedizinische Untersuchung heißt hier eigentlich Jahresgrunduntersuchung. Dahinter verbirgt sich die medizinische Akzeptanz, eine Leistung, die von Hochleistungssportlern erwartet wird, auch gesundheitserhaltend durchführen zu können. Die Verbände als auch der Deutsche Olympische Sportbund fordern diese Jahresuntersuchung einmal im Jahr und das ganz im Sinne des Sportlers. So, dann kannst du dich gerne einmal hinlegen. Dann geht's los. Der gesamte körperliche Status wird erhoben. Das heißt, wir schauen internistisch uns den Patienten genau an, neurologisch, hals-nasen-ohrenärztlich. Wir untersuchen per Ultraschall die Herzhöhlen, die Herzmuskelstärken. Natürlich wird ein Elektrokardiogramm gemacht, die sozusagen Stromkurve des Herzens, und zwar nicht nur in Ruhe, sondern natürlich auch unter Belastung. Wenn wir so uns als Normalbürger und vielleicht auch Hobbysportler nehmen würden, bleiben wir immer noch deutlich unter dem Niveau dieser Hochleistungsathleten. Man darf nicht vergessen, diese Athleten trainieren teilweise ja zweimal am Tag, an 6 Tagen die Woche, wenige regenerative Phasen, mal mehr, mal weniger, je nach Trainingszustand, sind erforderlich. Die sind schon überst durchschnittlich natürlich fit. Hier rein? Ja. Also es ist natürlich sensationell, dass hier alles an einem Ort stattfindet. Viele Experten, Knieexperten oder was auch immer sind hier direkt vor Ort. Das ist schon Luxus, ja. Die inneren Organe können natürlich Strukturveränderungen zeigen, auch die teilweise sehr sportlertypisch. Zum Beispiel stellen wir immer wieder fest, dass einige der Organe wie Milz und auch Nieren etwas größer sind als die Norm. In diesem Fall nehme ich den Begriff mal mit auf. Sodass wir eigentlich dazu übergehen müssen, eine Art Sportlernorm zu generieren. Was ist eigentlich bei einem Sportler normal, was nicht? Spitzensport ist natürlich gesund, wenn sie gut überwacht wird, wenn die Bewegungsabläufe kontrolliert durchgeführt werden und eben eine sportmedizinische Begleitung erfolgt, die in einem engen Austausch mit Athlet, Trainer, Betreuern wie Physiotherapeuten, Mentalcoaches, Ernährungsmedizinern erfolgt. Und deswegen verfügen wir hier auch über einen Kassensitz. Denn sehr viele Leistungen sind auch bereits von gesetzlichen Krankenkassen rückerstattungsfähig, respektive von denen sogar gewünscht. Also das heißt, wir wollen die Hemmschwelle senken, zu sagen, es ist nun ein Hochleistungssportzentrum. Da darf ich nicht hingehen als Normalbürger, sondern ich kann auch mit meiner gesetzlichen Krankenkassenkarte kommen und sagen, ich möchte gerne mal eine sportmedizinische Beratung oder eine präventivmedizinische Untersuchung haben. Ja, alles gut. Also bin zufrieden. Steigerung vom letzten Jahr und so fühle ich mich halt auch. Bis dann, tschüss. Das wollen wir. Natürlich auch. Hat er gut gemacht heute, ne?